hätte keine Zeit. Ja, ich habe es auch versucht zu machen. Aber. Ja, es geht schon. Ja, genau. Es soll um das Start- und neue Finanzautomatisierungssystem gehen. Und zwar habe ich mich da durch einen Boost an verschiedenen Git-Repositories gearbeitet, die alle irgendwelche Dinge tun und irgendwie miteinander kombiniert sind. Ja. Und das ist die Liste der Repositories, die wir haben. Also wir haben verschiedene Programme, die auf dieses JVerein zugreifen und dann daraus Dinge generieren und möglicherweise brauchen andere Dinge dann die generierten Dinge. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Es gibt da den Finance Report, der ist mittlerweile deprecated, habe ich gerade gelesen. Aber es gibt noch kein Tool, was ihn ersetzt. Man müsste ihn also mal ersetzen. Es gibt das JVerein Regression Test. Es gibt das Guthabenstatistik oder Guthabenstat, es gibt die JVerein-Zuwendungsbescheinigung und den Beitragshelfer. Und am Ende haben wir noch den Finanzhelfer, das S0V-Finanzen-Git und das S0V-Dokumente-Git. So, ganz einfach fängt es an mit dem S0V-Finanzen-Git. Und zwar ist das das Repository, in dem unsere JVerein-Datenbank abgelegt ist. Und da sind die Dateien, die wir haben, einfach als Binärdateien drin abgelegt. Genauso wie alle Belege aller Jahre, die dieser Verein bisher existiert. Das Git hat den Grund, dass wir immer bestimmte Stände in unserem Finanzmodell haben. Mit dem Git gibt es ganz klare Abschnitte, die definiert sind. Wenn ich jetzt gucken will, wie die Finanzen 2015 im November aussahen, dann suche ich mir einen Git-Commit dazu aus und kann da einfach hin auschecken. Zusätzlich liegt der Auswertung rum, es liegt Literatur rum. Ich glaube, das war was mit den Steuerdaten zu tun hat und den Bescheinigungen, die das Finanzamt dann haben will. Es liegen Vorlagen da drin. Wenn ich eine Zuwendungsbescheinigung erstellen möchte, dann hat das ein bestimmtes Format, das das Finanzamt da erwartet. Und es gibt Skripte für das Management. Das sind einfache Shell-Skripte, die dann auf die anderen Repositories zugreifen, um Dinge zu tun. Das eine davon ist das Log-Unlock, um simultane Arbeiten zu vermeiden. Also wenn ich anfange an dem Wenn ich anfange damit zu arbeiten, mache ich einen Pull, dann setze ich den Log und dann kann auf dem Gitolite keiner mehr pushen, bis ich wieder geunlockt habe, weil ich ja Binärdateien verschiebe. Wenn dann zwei Leute gleichzeitig arbeiten, ist das immer schlecht. Und auf der anderen Seite gibt es das Allocate und Train. Das Train, mit dem Train kann man beibringen, welche Strings aus der Überweisung auf welches Mitglied matchen, und das Allocate fügt die dann automatisch ein und ich muss nur noch prüfen, ob der Betrag richtig ist und das richtige Konto zuordnen. Dann gibt es das S0V-Dokumente-Git, das ist das allgemeine Vorstands-Git-Repository, da gibt es den Posteingang und den Postausgang, sind alle Vorstandsprotokolle abgelegt und weitere Referenzen. Und außerdem liegen da die versendeten Zuwendungsbescheinigungen drin. Ich darf Zuwendungsbescheinigungen immer nur einmal ausgeben für einen bestimmten Betrag. Und wenn ich die ausgegeben habe, werden sie da eingecheckt und dann eingecheckt und ich kann mir sicher sein, dass ich die Zuwendungsbescheinigung jetzt schon mal erstellt hatte. Dann gibt es den Finanzhelfer und der hat so kleine Skripte für die Erstellung von Umbuchungsbelegen oder von Kontoauszügen oder von Einzahlungsbelegen. Wir haben verschiedene Barkassen. Beziehungsweise wir haben eine Barkasse und wir haben ein Girokonto und wenn ich von der Mate-Kasse was in das Girokonto bewegen will, muss ich jedes Mal einen Beleg erstellen, dass es da jetzt einen Transfer gibt. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass das, was in der Mate-Kasse ist, überhaupt eingezahlt ist und auf der anderen Seite muss es dann auch wieder in dem Girokonto erscheinen. Und das wird darüber automatisiert. Und in Zukunft hätte ich da gerne eine automatische Erstellung der Buchung im JVerein, weil bis jetzt werden die Belege automatisch erstellt als PDF und die haben auch schon das richtige Format, um sie dann in dem Finanzrepository abzulegen. Allerdings ist die Buchung dann noch nicht vorhanden. Und das ist natürlich dann immer etwas unpraktisch, gerade weil das Interface des JVereins, um Buchungen zu erstellen, ein bisschen anstrengend ist. Hätte gesagt. Dann gibt es die JVerein Member Reports. Die haben die einfache Aufgabe, aus der vorhandenen JVerein-Datenbank sich die Mitgliederliste rauszuziehen und dann zu schauen, ob jedes Mitglied seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt hat. Das ist vor allem dann wichtig, wenn es so auf die Mitgliederversammlung zugeht und man nur Leute akkreditieren möchte, die tatsächlich ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben. Allerdings ist das Ganze noch in Java geschrieben, aktuell. Deswegen ist es mittlerweile deprecated und die Zukunft sagt, dass da demnächst ein Python-Skript entstehen wird. TNCR. Ja, genau. Die JVerein-Guthabenstatistik ist das, was den Output der
Nee, ich glaube, das war Finanzreport. Die Guthabenstatistik ist die deprecated Variante des Repositories davor. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das dann noch brauchen. Nee, das ist ja ersetzt. Das ist ersetzt. Übrig. Sehr gut. Das kann ich dann streichen. Den Shaper, ein Beitragshelfer, das ist das Tool, was die Zuordnung macht. Also die Train- und Allocate-Funktionen sind da drin abgelegt. Das ist ein extrem wichtiges Tool. Ich habe mal geschaut, wir kriegen pro Monat so um die 20, 25 Buchungen rein, alleine Mitgliedsbeiträge. Und wenn ich die alle manuell... Ich hätte jetzt gesagt, auch mehr. Es könnten mittlerweile auch mehr sein. Gerade so quartal Anfang wird es aber nochmal mehr. Ja. Genau. Zahlen die anderen das jährlich? Dann hätte ich die jetzt... Vor der MV. Es gibt ein Haufen Leute, die vor der MV zahlen. Heute ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ich bin ja auch Mitglied bei euch. Ich müsste mal meinen Mitgliedsbeitrag zahlen, oder? Und dann habe ich nachgeschaut, er ist tatsächlich Mitglied seit dem Juli 2015 und er hat bis jetzt noch keinen einzigen Mitgliedsbeitrag gezahlt. Hat dann ausrechnen lassen, wie viel er denn zahlen muss, damit er für die nächsten 3 Jahre dann gezahlt hat und will das jetzt überweisen. Also, teilweise läuft das so. Kenne ich euch. Genau. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Mitglieder, die ihre Beiträge in Bar hinterlegen. Das ist auch was passiert. Genau. Und dann gibt es JFA eine Zuwendungsbescheinigung. Das ist für all die relevant, die ihre Zuwendungen dem Stratum 0 gegenüber steuerlich absetzen wollen. Das erstellt automatisiert die Zuwendungsbescheinigung, benötigt allerdings die Ausgabe der JFA-Member-Reports. Also ich muss dann erst die Java-Software laufen lassen, um die Python-Software laufen zu lassen, um dann das Ganze auszudrucken und 2 Leute unterscheiden zu lassen, die stellvertretungsberechtigt sind. Das wird teilweise etwas haarig. Außerdem enthält das die korrekte Vorlage für das Finanzamt, weil, wie gesagt, diese Struktur da vorhanden sein muss, damit das von dem Finanzamt anerkannt wird. In Zukunft hätte ich da gerne ein System, das ich hinterlegen kann, wer automatisiert eine Bescheinigung haben möchte, weil das eine ganze Ecke Leute sind, wie ich Anfang dieses Jahres herausgefunden habe, und die Bescheinigungen dann einfach automatisiert zu Jahresbeginn einfach erstellen, weil die Leute, die diese Bescheinigung haben wollen, meist per Überweisung zahlen, das heißt, deren Mitgliedskonten sind dann glücklicherweise gedeckt. Ich kann die Bescheinigung also automatisch erstellen, mir dann zumailen lassen oder in einen Ordner ablegen lassen, dann gesammelt einmal ausdrucken, direkt in das andere Repository einchecken, unterschreiben und dann liegen die einfach hier und können abgeholt werden. Das macht die ganze... Ah, ich brauche noch eine Zuwendungsbescheinigung von dir. Ich auch! Und ich möchte auch eine Geschichte etwas einfacher. Genau. Dann gibt es die JFA-Regression-Tests, die sind ungemein wichtig. Und zwar ist bei uns im JFA-Verein zu jeder Buchung ein Beleg hinterlegt, sofern es dafür einen relevanten Beleg geben kann, so zum Beispiel für Miete oder Nebenkosten. Und die Regression-Tests prüfen automatisch, ob denn der Beleg auch in dem Repository hinterlegt ist. Also der Kommentar gibt an, welcher Beleg es sein müsste, und dann prüft der Regression-Test, habe ich da überhaupt eine Datei dazu. Und zwar... Und das wird ausgeführt nach jedem Push des Finanzkits. Und dann kriege ich eine Mail, die mir sagt, ah, da fehlt aber noch der Beleg von der Umbuchung Mathekasse in Barkasse, das musst du mal fixen. Das ist sehr, sehr gut, um nachher die Arbeit der Rechnungsprüfer am Ende des Jahres einfacher zu machen. Die Zukunftsmusik. Ich hätte gerne eine automatische Erkennung von wiederkehrenden Zahlungen. Da fehlt mindestens ein Repository. Es gibt nämlich noch diesen in Java geschriebenen H2 SQL-Server. Ja, den habe ich total übersprungen. Ja, ganz wichtig. Wir haben, um überhaupt mit Python auf der H2-Datenbank vom Java arbeiten zu können, haben wir eine kleine Software, die dafür verantwortlich ist, das H2-Format als MySQL... Nee, es ist einfach SQL. Also einfach als SQL zur Verfügung zu stellen, genau. Also es macht ein Socket auf und dann kann man sich dahin verbinden und der SQL den schicken und dann bekommt man die Antwort zurück, ja. Genau. Das ist okay. Voll sicher. Genau. Ich hätte also gerne eine automatisierte Erkennung von wiederkehrenden Zahlungen. Also dass wir hier Miete zahlen und Strom zahlen und Internet haben, das ist eigentlich für sich gegeben. Und da kommen die Belege dann tatsächlich über Mail rein. Und idealerweise möchte ich nur noch diesen Beleg abgeben müssen. Der Regression-Test schlägt dann nicht mehr an und alles ist gut. Und deswegen müsste die Zuordnung dann auch die Belegnummer erstellen. Die Belegnummer hat immer das Format Datum-Konto. Also ist auch fully predictable. Genau.
Das ist so das. Plus die ganzen Dinge, die vorher auf den anderen Folien schon ausgeführt waren. Die Referenz dazu ist die Stratum 0 Schatzkarte. Den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, dafür ist der Herr Christi verantwortlich. Ich finde das sehr schön. Die Schatzkarte gibt an, wie die ganzen einzelnen Dinge zusammenhängen und stellen auch dar, wie die Finanzstruktur unseres Vereins aussieht. Also, welche Konten besitzen wir, wie werden Buchungen durchgeführt, das ist dort alles abgelegt. Ja, dann bleiben nur noch die Fragen. Warum das so kaputt ist? Das liegt zum einen daran, dass wir diese J-Verein-Software haben. Das J-Verein basiert halt auf Java, ist aber die einzige, ich sag mal, Open Source, ich glaube, es ist sogar Open Source. Ich habe irgendwo mal gesehen, dass man den Source runterladen könnte. Es ist die einzige Open Source-Variante unserer Vereinsverwaltung. Alle anderen Vereinsverwaltungstools kosten Geld. Und es ist Cross-Plattform, weil es Java ist. Genau, das ist Cross-Plattform, weil es Java ist. Hat sich mittlerweile auch erledigt, weil die ganzen Skripte drumherum nicht cross-Plattform sind. Ich wollte gerade fragen, ob wir jemanden hatten, der das auf einem anderen Betriebssystem als Linux ausgeführt. Ja. Ja, das ist nicht Windows? Ich glaube, da war es noch Windows gestartet, ja. Ah, okay, ja, alles klar. Weitere Fragen? Kannst du einfach mal aufmachen? Ja. Data.schematum0.org. Ich musste nochmal gucken, das war zwischendurch, war das mal bei dir, ne? Ja, und das war früher bei mir und das liegt jetzt halt im Stratum, ne? Genau, wir haben ja einen eigenen Vereinsserver, der hier auch als Posten aufgeführt ist. Und das ist sogar aktuell, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich habe letztens aktualisiert, quasi. Ja. Allerdings sind noch nicht alle Belege zugeordnet, wir heißen, die Konten sind teilweise noch ein bisschen durcheinander. Es gibt hier unten eine genauere Aufstellung, was wohin geflossen ist, zwischen einzelnen Konten monatlich. Die stimmt aktuell nicht, da sieht man hier, da sind ganz viele Nullen dazwischen. Genau. Das müsste der Schatzmeister dann mal nacharbeiten. Das dazu noch eine Geschichte, das ist das, was da jetzt läuft, sieht genauso aus wie das Tool, was vorher lief in Java. Aber dieses Tool benutzt Python und Templating-Zeug und sowas und schreibt diesen ganzen Report in unter einer Sekunde weg. Und bevor das neu geschrieben wurde, lief das in Java auf einem Raspberry Pi und hat eine Viertelstunde gebraucht. Boah, dafür. Ich muss auch dazu sagen, dass die Java-Variante auf der Maschine, wo jetzt das läuft, auch irgendwie nur 4 Sekunden braucht. Also, das ist schon besser. Genau, man sieht hier halt immer so ein bisschen Übersicht, welche Konten haben wir eigentlich, wo ist Geld für allokiert. Also zum Beispiel, wir haben gerade keine Spenden für 3D-Druck mehr zugeordnet. Man sieht, was wir da monatlich in Ausgaben haben. Und man sieht halt auch noch andere Zweckbindungen, so für Freifunk, Coda Dojo, die so ein bisschen über die Konten verteilt sind. Also kriegt hier schon mal nochmal ein Gefühl dafür, was ist eigentlich gerade im Verein los. Genau. Und wie stehen wir gerade finanziell da? Genau. Und das sieht aktuell ganz gut aus. Wir haben nämlich gerade heute eine Spende von der Triology GmbH erhalten. Über 1000 Euro. Deswegen sind wir für diesen Monat auf jeden Fall positiv. Genau. Ja. Weitere Fragen? Ja. Dieses, ja. Alles, was deprecated ist, weil es Java ist. Hat es einen Grund, weshalb es deprecated ist? Oder ist es nur als deprecated, weil Java nicht mehr so geil ist? Es ist deprecated, weil man das Java ersetzen möchte, glaube ich. Das ist diese wunderbare Socket-Variante und ich selbst spreche Python wesentlich besser als Java. Das Java-Zeug ist alles sehr, sehr gruselig. Also das ist der Code ist scheiße. Ja, die Code-Welt ist einfach scheiße. Okay. Also das ist echt als Albtraum geeignet. Okay. Mal so eine Code-Lesung draus machen. Oh, ja. Ich weiß nur, was ich als nächsten Vortrag halte. Nee, das soll ich machen. Machen wir das zu zweit. Können wir gerne machen. Ja, sehr gewollt. Und du würdest vorne hinsetzen, das Publikum guckt dabei. Weitere Fragen? Bitte keine Jumpscares. JavaScares. Alles klar.